Ja, das war kein gutes oder ist kein gutes Jahr wahrscheinlich für Reporterinnen und Reporter. Ich hätte euch beiden, Annabelle und Jana, echt ein anderes Jahr gewünscht, aber so ist es jetzt. Es gibt ja manchmal so im Kindergarten, da kennt man das, zwei Leute machen Mist und alle kriegen keinen Nachtisch. Das ist irgendwie doof. Und deswegen will ich umso mehr, dass ihr heute gewürdigt werdet. Zuletzt. Zumal zuletzt ja alles in der Kritik stand. Also der Reporter und die ganze Form Reportage, Auslandsreporter sowieso, lange Texte, schöne Texte, auch blöd. Journalisten, die nicht in Teams arbeiten, waren verdächtig. Dann zuletzt Linke, die nur für Kollegen schreiben. Und sogar Jüngere mit bruchlosen Biografien, die keine Komplexität aushalten. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das wollte ich mir nicht merken. Also es wurde einiges genannt. Jetzt muss ich aber sagen, die Reporter und die Reporterin, die ich kenne, die sind so nicht. Die haben tausendmal mehr Fragen als Antworten. Die schreiben nicht irgendwas Irrelevantes, sehr, sehr schön, sondern die wollen berichten, die quälen sich dabei. Die wollen, dass es komplex ist, dass es wichtig ist, dass es relevant ist. Die tauschen sich aus, die hinterfragen sich. Und die schreiben das am Ende gut auf. Natürlich, es soll ja gelesen werden, alles andere wäre ja schwachsinnig. So, diese zwei Kolleginnen, für die ich heute laudatieren darf, Annabelle Waber, Jana Simon vom Zeitmagazin, sind Reporterinnen genau dieser Kategorie. Und das übrigens nicht erst dieses Jahr. Die beiden haben unfassbare Geschichten geschrieben, zum Beispiel über eine Zwangsprostituierte, die in den Sachsensumpf reingezogen wurde. Ganz krasse Geschichte von der Jana. Annabelle hat geschrieben über den Mann mit Kippa, der in Berlin angegriffen wurde. Ost-West-Biografien, Verlierer, Gewinner dieser Wiedervereinigung habt ihr schon beschrieben. Machtmissbrauch, Willkür und eben jetzt diese Recherche über Dieter Wedel. Dieser deutsche MeToo-Fall, wie es dann meistens hieß. Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen habt ihr das nicht nur recherchiert, sondern auf eine Art und Weise aufgeschrieben, die suchend und findend war, im besten Sinne, wie ich finde. Ihr habt einen Skandal aufgedeckt und trotzdem an keiner Stelle skandalisiert, das muss man erstmal schaffen. An dieser Stelle sicherlich auch Respekt an die Chefredaktion, also Christoph Arment, Sabine Rückert, Giovanni Di Lorenzo, die das genau so ja auch mitgetragen haben und da auch engagiert dabei standen. Man merkt diesen zwei außergewöhnlichen Texten über Dieter Wedel und diese 18 Frauen, die seine Opfer wurden, an, dass sie euch kein guter Stoff sind, dass ihr nicht mit ihnen verfahrt, wie ihr wollt. Es ist die Wirklichkeit, ihr berichtet darüber und nur weil es in dieser Wirklichkeit Mist gibt, gibt es diese Texte und das ist wohl möglich eine sehr gute Versicherung gegen Betrug. Herzlichen Glückwunsch.